Einen schönen guten Abend zu Ihrem Journal bei Regelte verboten Sie. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende und heute einen guten Start in eine neue Woche. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie unter anderem diese Themen hier. Stargast, Ministerpräsident spricht vor 2000 Gästen in Friedrichshafen. Einzelhandel, Konzepte und Aktionen gegen Leerstände in Pfullendorf City. Auftritt, warum eine junge Band ihre Gage für einen guten Zweck spendet. Und EFI, so heißt das Sturmtief, das verspricht wirklich ungemütlich zu werden. Altlasten sind eine der Kehrseiten des industriellen Fortschritts des 20. Jahrhunderts. Sie wurden durch einen sorglosen Umgang mit Chemikalien und Abfällen verursacht, der den damaligen eben nicht oder kaum vorhandenen Umweltstandards entsprach. Auch in Aulendorf gibt es einen solchen Fall. Ein hoher Zaun zieht sich rings um das Gelände nahe der Bahngleise in Aulendorf. Betreten verboten. Rund 70 Jahre lang wurde auf dem ehemaligen Industriegelände Holz imprägniert und gelagert. Anfang der 90er Jahre machte das Holzwerk dicht. Die giftigen Imprägnierstoffe belasten den Boden bis heute. Sind Quecksilberrückstände vorhanden, sind Arsenrückstände vorhanden, sind Rückstände von PAKs, also Teerrückstände im Prinzip vorhanden und noch ein kleiner Schadstoffmix drumherum, der mit diesen Stoffen einhergeht. Das sind Stoffe, die sind A, natürlich giftig für die Umwelt, für den Menschen. Und die Problematik ist, dass diese Stoffe über das Gelände ganz langsam auch in den Grundwasserstrom, der unter dem Gelände durchläuft, einsickert. Und das will man letztendlich langfristig und mittelfristig verhindern. Beim Landratsamt in Ramsburg beschäftigt man sich schon seit Jahren mit der Aulendorfer Altlast. 2012 sah es bereits nach einer Lösung aus. Damals lagen konkrete Pläne zur Reinigung des Grundwassers auf dem Tisch. Dann allerdings tauchten Fragen auf, wie der Boden unter dem Gelände tatsächlich aussieht und wohin das Grundwasser fließt. Das ist trotz neuer Messungen bis heute nicht sicher. Trotzdem sucht das Amt weiter nach einer Lösung und ist zuversichtlich, dass das Gelände irgendwann wieder genutzt werden kann. Wann das allerdings sein wird, kann heute noch niemand abschätzen. Ermittler des LKA sind offenbar dem Betreiber eines Kinderpornografie-Internetforums auf die Spur gekommen. Wie die Behörde mitteilte, hatte es bereits im Sommer einen anonymen Hinweis auf das Forum im Darknet gegeben. Die Ermittlungen hätten schließlich zu einem Verdächtigen aus dem Landkreis Sigmaringen geführt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten jetzt Computer, Mobiltelefone und digitale Speichermedien sichergestellt werden. Diese werden nun ausgewertet. Und damit zu weiteren Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Tiertransport gestoppt. Ein LKW mit Tieren aus dem Ravensburger Weihnachtszirkus ist auf einer österreichischen Autobahn gestoppt worden. Der Grund? Es hatten sich Reifenteile gelöst. Insgesamt 11 schwere technische Mängel wurden daraufhin am Sattelzug festgestellt. Geladen hatte der Wagen mehrere Pferde und 2 Elefanten. Den transportierten Tieren ging es nach Angaben eines Sprechers der österreichischen Polizei gut. Elmar Kretz, der Veranstalter des Ravensburger Weihnachtszirkus, äußerte sich gegenüber der Schwäbischen Zeitung enttäuscht von seinen Vertragspartnern. Er selbst habe aber keinen Einfluss auf die Instandhaltung und Zulassung der Fahrzeuge seiner Vertragspartner. Eine mögliche Geldverschwendung in Millionenhöhe kritisieren die Freien Wähler im Ravensburger Kreistag. Ihrer Meinung nach macht es keinen Sinn, die bestehenden Gebäude der Kreisverwaltung in diesem Jahr für 6 Millionen Euro umzubauen und zu renovieren, wenn noch gar nicht feststeht, wo die 900 Mitarbeiter mittelfristig untergebracht werden sollen. Es gibt nämlich die Idee, die derzeit 10 Behördenstandorte in Ravensburg und Weingarten zu 1 bis 2 zu bündeln. Dabei wäre auch ein Neubau auf der grünen Wiese denkbar. Die Einrichtung eines Bürgerbüros im Kreishaus 1 wäre also verfrüht. Landrat Harald Sievers beantwortet dazu keine Presseanfragen. Der Wohnpark St. Georg in Meckenbeuren ist offiziell eingeweiht. Nach knapp 2 Jahren Bauzeit ist der Wohnpark im Beisein von Vertretern aus Politik eröffnet und der Öffentlichkeit am Wochenende präsentiert worden. Entstanden sind an der Ecke von Hauptstraße Tettnanger Straße 31 Wohnungen, ein Pflegeheim mit 45 Plätzen und eine Kindertagesstätte mit rund 30 Plätzen. Der RK serviert Jubiläumseintopf. Deftigen Eintopf in großen Mengen hat es am Samstag in 5 Orten im Kreis Sigmaringen gegeben. Grund war das Jubiläum des 150-jährigen Bestehens des Sigmaringer Kreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes. Das leckere Gericht haben Helfer in einer Feldküche auf dem Gelände der DRK-Bereitschaft in Bad Saulgau zubereitet. Anschließend servierte lokale Prominenz das Gericht in Herbertingen, Mengen, Meßkirch und Ostrach. Justizzentrum für Tuttlingen. Das geplante Tuttlinger Justizzentrum rückt in greifbare Nähe. Laut Justizminister Guido Wolf soll es mit dem Doppelhaushalt 2020-2021 des Landes finanziert werden. Dabei soll das Amtsgerichtsgebäude saniert werden und einen Erweiterungsbau erhalten.
Das Land rechnet mit Kosten in Höhe von 8 Millionen Euro. In den kommenden Tagen soll eine Projektstudie vorgelegt werden. Dann will das Land mit den konkreten Planungen beginnen. Kritik an der Stadt Tuttlingen. Der Grund dafür? Sie hat auf Wunsch eines Investors eine Umfrage zum Thema Wohnen in Tuttlingen gestartet. Viele sehen darin eine billige Vermarktung der 79 Wohnungen eines Investors, die auf dem Areal der alten Feuerwache entstehen soll. Die Stadt wollte die Bürger in dem Prozess beteiligen und Informationen über die Wohnungssituation und mögliche Veränderungswünsche erhalten. Der erste Bürgermeister Emil Buschle spricht angesichts der negativen Resonanz von einem etwas suboptimalen Vorgehen. Wir sind zurück im Journal und wir machen weiter mit dem jährlichen Neujahrsempfang der Stadt Friedrichshafen. Der ist das Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt im laufenden Jahr. Stargast vor 2000 Gästen im Graf-Zeppelin-Haus war gestern Abend kein geringerer als Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Mit Gelassenheit und Engagement. So möchte Ministerpräsident Winfried Kretschmann dem neuen Jahr begegnen. Er sprach beim Neujahrsempfang in Friedrichshafen an, wie wichtig ein einiges Europa sei und welche Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringe. Für Friedrichshafen stellte Kretschmann eine gute Prognose für das Jahr 2018. Es gab jetzt ein bisschen Turbulenzen mit der ZF, nicht? Das ist natürlich eines unserer führenden Unternehmen. Und wir haben aber großes Vertrauen in den Aufsichtsrat, auch die Unternehmensleitung, die neue, die noch gefunden wird, dass sie dieses wichtige Schiff gut durch den Weltmarkt segelt, immer die richtigen Entscheidungen trifft. Wir wollen es unsere mit der ganzen Verkehrsinfrastruktur dazu tun, dass die Stadt sich gut entwickeln kann. Mit Blick nach Berlin und auf die Sondierungsgespräche forderte Kretschmann die Parteien auf, Mut zu ungewöhnlichen Bündnissen zu haben. Und auch die Gäste würden sich zumindest über eine Einigung freuen. Dass wir eine gescheite Regierung kriegen und die mal wieder richtig anpackt. Neue Ansätze, auch im Nahverkehr und solche Dinge mehr, das würde ich mir schon wünschen. Autoverkehr ein bisschen reduzieren, mehr im Nahverkehr, öffentlich, vielleicht auch für die Fußgänger was. Es gibt viele arme Leute, alte Leute und da würde ich mir wünschen, dass es denen besser geht. Oberbürgermeister Andreas Brandt ging in seiner Rede vor allem auf den Themenkomplex Heimat ein. Heimat sei da, wo man sich wohlfühle, aber auch dort, wo unterschiedliche Meinungen respektiert werden und gegenseitiger Respekt Motor für Verständigung ist. Zum einen ist es für mich der Zusammenhalt in unserer Stadt, dann in einer Zeit, in der es immer schneller geht, dass die Menschen sehen, Friedrichshafen gibt Heimat. Ich wünsche mir, dass wir unser ehrgeiziges Investitions- und Haushaltsprogramm umsetzen, dass wir das tun, was wir versprochen haben dann. Diesen Wunsch teilen sicherlich auch die Gäste. Rund 2000 begrüßten das neue Jahr nach den Reden bei einem Stehempfang. Onlinehandel und Landflucht haben in vielen ländlichen Gebieten zu Leerständen von Geschäftslokalen geführt. Pfullendorfs Bürgermeister Thomas Kugler ist aber von der Zukunft des Einzelhandels weiterhin überzeugt. In diesem Jahr will deswegen die Stadtverwaltung zusammen mit Gemeinderat, Einzelhändlern und Gastronomen eine Aktion zur Belebung der Altstadt starten. Trotz vieler Gespräche hinter den Kulissen hat die Pfullendorfer Altstadt weiter mit der einen oder anderen leerstehenden Gewerbefläche zu kämpfen. Deshalb plant die Stadtverwaltung eine erneute Aktion zur Belebung des Einzelhandels. Denn dass dieser eine Zukunft hat, davon ist Bürgermeister Thomas Kugler überzeugt. Manche Ideen, jetzt einfach leerstehende Ladengeschäfte zu Wohnraum umzufunktionieren, findet einfach nicht mein Gefallen. Mit dem kann ich mich nicht anfreunden, weil ich sehe immer noch in der Altstadt eine bunte Mischung zwischen Wohnen, Geschäften, Gastronomie, Dienstleistungen und allem drum und dran. Und das wäre nicht mein Ziel, dass wir dieses auch in der Zukunft so erhalten können. Wie die Aktion zur Belebung der Altstadt aussehen könnte, ist bislang noch offen. Auch die Festlegung eines Zeitrahmens steht noch aus. Grundsätzlich würde die Verwaltung gerne den Gemeinderat, Einzelhändler und Gastronomen ins Boot holen. Doch der Bürgermeister sieht auch die Einwohner seiner Stadt in der Pflicht. Ich möchte einfach auch ein gewisser Sinneswandel und Bewusstseinswandel reinbekommen, dass die Menschen jetzt nicht nur in Oberzentren, Ravensburg, Ulm, Konstanz irgendwo einkaufen oder im Internet, sondern dass sie einfach auch eine Bürgerpflicht haben, die Einrichtungen hier vor Ort zu unterstützen.
Bereits beim Neujahrsempfang hatte Thomas Kugler an seine Zuhörer appelliert, nicht nur den Verlust von Angeboten zu beklagen. Er betrachtet es als Bürgerpflicht, die eigenen Einrichtungen zu unterstützen. Ein achtköpfiges Gremium hat entschieden und die erfolgreichsten Sportler des vergangenen Jahres aus Wangen gewählt. Auch Fairness und Trainingsaufwand wurden berücksichtigt. Wir waren bei der Ehrung der 36 Sportler und 9 Mannschaften dabei. Es wird spannend in der Wangener Stadthalle. Wer ist der Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und der Aufsteiger des Jahres 2017? Stadt- und Sportverband Wangen haben am Freitagabend insgesamt 36 Einzelsportler und 9 Mannschaften für herausragende Leistungen im Jahr 2017 öffentlich geehrt. Der rund 2,5-stündige Abend war untermalt mit Fotopräsentationen, Musik und Live-Gesprächen mit den geehrten Sportlern. Sportler des Jahres 2017 ist Yannick Haberer geworden. Der Wangener spielt beim SC Freiburg und hat seiner Heimatstadt einen Gruß geschickt. Hallo liebe Wangener, mich macht es riesig stolz, dass ich dieses Jahr in meiner Heimatstadt die Trophäe als Sportler des Jahres empfangen darf. Und ich hoffe natürlich, dass ich die Trophäe erfolgreich nächstes Jahr verteidigen kann. Sportlerin des Jahres wurde Anja Traub. Die Tettnangerin wurde für ihre Leistungen im Voltigieren ausgezeichnet. Die Ehre ist sehr groß. Ich hätte nicht damit gerechnet, aber es freut mich sehr, dass auch so eine Randsportart, nenne ich es jetzt mal, wie das Voltigieren, auch mal in so einem Maße geehrt wird. Zum zweiten Mal haben Stadt- und Sportverband die Sportler öffentlich geehrt. Jetzt geht es für die Athleten darum, auch 2018 ihren Titel zu verteidigen. Was der MTU Hallencup im Fußball am Nordufer des Bodensees ist, das ist das Top-Nationenturnier am Südufer im Handball. Nur dass es in Friedrichshafen die U15-Elite des Vereinsfußballs ist und in Konstanz die U20-Weltspitze der Nationen. Und genau die wollten am Wochenende in der Schänzlerhalle über 1500 Fans sehen. Im Veranstaltungspaket inbegriffen, unterschiedliche Philosophien und Spielweisen der Teams und zum Teil südländisches Temperament, das sich insbesondere beim heißblütigen Duell zwischen Portugal und Spanien zeigte. Turniersieger mit 6 Punkten war am Ende die Mannschaft aus Frankreich. Deutschland landete auf dem 2. Platz. Und damit mehr Sport jetzt aus der Region im Überblick. Die Ravensburg Tower Stars haben ihr Heimspiel gegen die Heilbronner Falken mit 3:5 verloren. Nach 2-maligem Rückstand brachte Neuzugang Justin Basillo die Ravensburger mit 3 Treffern zurück ins Spiel. In der Schlussphase waren die Falken effektiver. Die Tower Stars rutschen durch diese Niederlage auf Platz 7 der Tabelle ab. Die Württemberg-Liga-Handballer des TSV 1848 Bad Saulgau haben 2 wichtige Zähler im Abstiegskampf gesammelt. Gegen die SG Hegensberg-Liebersbronn setzten sich die Hausherren im Saulgauer Kronried verdient mit 29:24 durch. Zum Start aus der Winterpause haben die Ravensburg Rams in der Handball-Landesliga bei der SG Kuchen-Gingen mit 36:31 durch weiten Auswärtssieg in Folge verbesserten sich die Rams auf Platz 10 in der Tabelle mit Anschluss ans Mittelfeld. Bester Torschütze war Simon Schmiedl mit 11 Treffern. Der TV Kressbronn hat die nächste Runde im Handball-Bezirkspokal der Damen erreicht. Gegen die TSG Eiling gewannen die Mädels des Trainergespanns Stefanie Raaf und Martina Kordic, die ihr Comeback auf dem Feld feierte, in der Kressbronner Seesporthalle verdient mit 23:18. Die Gäste aus Eiling hatten sich zu viele Fehler erlaubt und einige Schwächen im Abschluss offenbart. Der ASV Nendingen hat die Premierensaison der Deutschen Ringerliga mit einem Unentschieden beendet. Die Staffel des ASV erreichte beim noch amtierenden deutschen Meister SV Germania Weingarten ein 14:14. Die Nendinger starteten nach einem 3:10 Pausenrückstand eine Aufholjagd und lagen vor dem letzten Kampf mit 12:14 zurück. In der Tabelle liegen die Nendinger momentan auf Rang 4. Die Handballer der HSG Friedingen-Mülheim sind erfolgreich in die Rückrunde der Württemberg-Liga gestartet. Die Donautäler besiegten am Samstag vor rund 300 Zuschauern die HSG Albstadt mit 30:19. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steigerten sich die Gastgeber in der zweiten Hälfte und machten aus dem knappen 13:12 Pausenvorsprung noch einen klaren Sieg. Zurück im Journal geht es weiter mit der Band Tuesday Night Project. Am Samstag spielen die 3 jungen Musiker in der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg und der Erlös des Konzerts, den möchten sie an die sogenannte Vesperkirche spenden. Alena Ehrlich und Alexis Albrecht haben 2 der Bandmitglieder beim gemeinsamen Proben besucht.
Tuesday Night Project. Das sind Gitarrist und Sänger Milo Hölz, Schlagzeuger Paul Menz und Bassist Finn Rieber, der bei der heutigen Probe arbeiten muss. Seit gerade einmal einem Jahr stehen die drei jungen Musiker gemeinsam auf der Bühne. In dieser Zeit konnten sie bereits viele Erfahrungen sammeln. Auch in Zukunft ist noch einiges geplant. Also der größte Höhepunkt bisher war eben das Southside Festival im Juli. Mhm. Und das war natürlich, wofür wir uns eigentlich vor einem Jahr gegründet haben. Und was wir in Zukunft erreichen wollen, ist, wir wollen dieses Jahr vor allem ein Album aufnehmen und einfach nur möglichst viele Leute erreichen mit unserer Musik. Am 20. Januar spielt Tuesday Night Project zugunsten der Vesperkirche in der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg. Das Trio freut sich darüber, das Projekt mit seiner Musik unterstützen zu können. Da wir jetzt nicht das große Money haben, um da irgendwie eine Spende zu geben, dachten wir, okay, wir können aber mit Musik dienen. Und deswegen freuen wir uns jetzt, dass wir sehr bald eben dort ein Konzert abends geben dürfen und hoffentlich ein Lächeln bei vielen Leuten zaubern können. Genau. Oder eine Träne. Oder eine Träne. Der Musikstil der Band ist von Jazz, Rock und Pop geprägt, aber auch Elemente aus dem Blues und Funk fließen mit ein. Das Trio will sich eben nicht in eine Schublade stecken lassen. Derzeit versucht Tuesday Night Project in das Förderprogramm der Popakademie Mannheim aufgenommen zu werden. Rutschen, Bobbycar fahren oder auch Trampolin springen und das Ganze in einer Kirche. Gibt's nicht, denken Sie? Falsch gedacht. In Trossingen im Landkreis Tuttlingen ist nämlich genau das möglich. Wie Spielplatz und Gottesdienst zusammenpassen, das hat Elisabeth Kniele beobachtet. Jede Menge Spielsachen und viel Platz zum Toben. Hier ist für jeden was dabei. Die ganz Kleinen und auch die größeren Kinder haben auf dem Winterspielplatz richtig viel Spaß. Das Besondere, er befindet sich im Gottesdienstraum einer Kirche. Sonntags finden hier Gottesdienste statt, alles ist bestuhlt. Nach dem Gottesdienst stehen alle Gemeindemitglieder auf, zumindest in dieser Winterspielzeit, und tragen ihre Stühle weg und räumen diesen Raum frei, sodass wir hier die Winterspielplatzgeräte aufbauen können. Die Mitglieder der Baptistengemeinde Trossingen machen das so schon seit 8 Jahren. Von Januar bis März verwandelt sich die Immanuelkirche in einen Winterspielplatz. Die verschiedenen Spielgeräte stellt Gemeindemitglied Judith Schön kostenlos zur Verfügung. Bis zu 35 Kinder mit ihren Eltern tummeln sich dann während der Öffnungszeiten in der Kirche. Ich war auch jedes Mal mit dabei und jetzt eben dieses Jahr zum ersten Mal mit meinem Sohn. Der ist jetzt ein halbes Jahr alt und ich finde es einfach super, auch um andere Eltern oder andere Mamis dann noch kennenzulernen. Die Kinder spielen, für die Erwachsenen gibt's Kaffee und Gebäck. Kommen kann jeder, egal ob Gemeindemitglied oder nicht. Es geht einfach darum, dass wir hier die Tür aufmachen, dass die Leute kommen, dass sie sich treffen, sich ungezwungen fühlen und ganz wie auf einem normalen Spielplatz ihre Kinder beaufsichtigen und eben für ihre Kinder da sind. Kirche mal anders, der Winterspielplatz der Baptistengemeinde Trossingen ist noch bis März jeden Donnerstag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Was das Wetter anbelangt, da habe ich leider gar keine guten Nachrichten für Sie. Das war heute ein ziemlich grauer und bei Temperaturen um die 0 Grad auch ein ziemlich kalter Start in die Woche. Auch wenn es eigentlich Mitte Januar ja bekanntermaßen sehr viel kälter sein müsste. Tja, und es wird auch nicht besser werden in den nächsten Tagen, müssen wir uns nämlich zusätzlich auch noch auf Regen und den nächsten Sturm einstellen. Hier kommen die ausführlichen Aussichten mit Anna Gröbel. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Jetzt ist Schluss mit dem ruhigen Wetter. Uns erreicht ein Tiefausläufer und zwar hängt der mit dem Tiefdruckgebiet EFI hier zusammen und damit kommt feuchtere und kühlere Luft zu uns. Nach einer sehr nassen und vor allem auch recht stürmischen Nacht regnet und stürmt es tagsüber noch kräftig weiter. Lokal ist sogar Dauerregen mit dabei. Erst später im Laufe des Nachmittags wird es im Norden ein bisschen trockener. Schnee fällt nur in den höheren Lagen des Schwarzwaldes. Es ist nämlich schon relativ mild. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 11 Grad. Bei uns in der Region, da regnet es mehr oder weniger den ganzen Tag über, lokal auch recht kräftig und ergiebig. Und es stürmt auch noch recht kräftig. Wir müssen sogar mit schweren Sturmböen mit rund 100 km/h rechnen, also passen Sie da gut auf sich auf. Die Temperaturen steigen nochmal auf 5 bis 9 Grad, aber dann wird es kälter. Am Mittwoch steigen die Temperaturen nämlich nur noch auf 4 Grad.
Es gibt weitere Schauer, aber die fallen dann bis in die tieferen Lagen als Schneeschauer. Am Donnerstag wird es wieder milder, aber es wird richtig ungemütlich. Ein Orkantief zieht dann nämlich über Deutschland hinweg. Auch bei uns wird es extrem stürmisch und auch sehr nass. Danach kann sich das Wetter beruhigen und es wird gleichzeitig kälter. Am Freitag, Samstag bekommen wir nur noch 2, maximal 4 Grad. Es gibt noch ein paar Schauer, die fallen dann wieder als Schneeschauer. Und zum Sonntag wird es dann endlich ruhiger. Einmal so turnen wie Fabian Hambüchen, das hat sich Journalreporterin Marlene Gemp gedacht und sich bei den Drittligaturnern vom TV Eisenharz zum Probetraining angemeldet. Wie sie sich angestellt hat, das gibt's morgen Abend bei uns im Journal. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Nacht und morgen einen schönen Tag. Tschüss.